Ich bin Justus Geilufe, ich bin 33 Jahre alt und ich wohne hier mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen zwei Söhnen in Großschirmer. Ich bin hier in Großschirmer Pfarrer. Meine Good News für Sachsen sind, dass die Leute hier merken, dass sie, obwohl sie total unterschiedliche Meinungen haben, trotzdem zusammengehören. Und das macht total Freude und Mut. Also wir haben hier in den letzten 2, 3 Monaten so eine echt große Gruppe von jungen und stellenweise alten Menschen gehabt, die von der Kampagne von unserem Landesbischof gehört haben, die sich einfach jetzt im Wahljahr darum bemüht, die Leute, die eben an vielen Stellen so unterschiedliche Meinungen haben und manchmal seit Jahren nicht mehr miteinander reden, einfach zusammenzubringen und einfach jetzt in diesem Jahr, wo so viele wichtige Entscheidungen anstehen, einfach zu ermutigen, gute Entscheidungen zu treffen und einfach im Vorhinein miteinander zu schauen, was ist uns wichtig, warum denkt der andere so, wie er denkt und muss das ein Grund sein, einfach sich gar nicht mehr zu treffen, geschweige denn irgendwie sich anzuschreien oder so. Und dann haben wir das angefangen und haben irgendwie geguckt, was können wir machen. Und dann irgendwie hat sich ein Lauftreff gegründet und Leute treffen sich zu einer Sternelternselbsthilfegruppe. Und dann haben wir irgendwann auch gesagt, ja, das, was uns eigentlich gerade voneinander trennt, sind so große kontroverse Themen. Und so wir als Christen glauben doch dran, dass uns mehr als irgendwie Meinungen oder so verbindet, sondern dass uns eigentlich Gott miteinander verbindet. Und deswegen muss es doch möglich sein, über solche Dinge miteinander zu reden, ohne dass man sich danach die Köpfe einschlägt. Und das haben wir dann angefangen. Und ja, das war total anstrengend, klar. Und zwar mühevoll. Und trotzdem sind da Abende draus geworden, die genau das gemacht haben, genau das geliefert haben, was wir uns gewünscht haben. Nämlich, dass da Menschen, die überhaupt nicht einer Meinung waren, 2,5 Stunden miteinander verbracht haben und sich eben am Ende nicht angeschrien haben, obwohl sie ihre Meinung gesagt haben. Und dann so am Ende manchmal so heulend rausgegangen sind und gesagt haben, so seit 5 Jahren brauchen wir eigentlich sowas. Und so an so einem Abend zu merken, so der andere ist auch ein Mensch und der andere hat auch einen guten Grund, irgendwie so zu denken und so zu handeln, wie er handelt. Und ich muss den nicht verteufeln, sondern ich kann eine andere Meinung haben und wir können trotzdem gut in diesem Dorf und in dieser Stadt zusammenleben. Das war eine irre wohltuende Erfahrung. Und an der Erfahrung bleiben wir irgendwie gerade dran und merken, dass einfach dieser Ort davon ein bisschen auch zehrt und gucken jetzt mal, wie die nächsten Jahre aussehen. Aber jetzt für dieses Frühjahr, für diesen Sommer, war das ein großes Geschenk. Ich bin Christ und jetzt habe ich eben nicht nur in den letzten 2, 3 Monaten so diese Erfahrungen mit diesen Abenden und mit diesen Treffen und mit diesen Menschen gemacht, sondern ich habe ja auch meinen Glauben an Gott. Und der Geist Gottes, an den wir glauben, das ist ein Geist, der tatsächlich die Menschen zusammenbringt. Immer und immer wieder, egal wie sie ticken und wie sie drauf sind und was gerade in der Welt passiert. Und so die Erfahrung der letzten Monate und dieser Glaube, das ist was, was mir große Hoffnung, nicht nur für mich, sondern so für diesen Ort, für diese Region, für unsere Kirche und für unser Land gibt. Dass wir eben merken, das ist völlig in Ordnung, unterschiedliche Meinungen zu haben. Es fängt nur da eben an, nicht in Ordnung zu sein, wenn man eben den anderen beginnt zu bekämpfen. Also auszuhalten, wir sind verschieden und eben Mut zu haben, das auszuhalten und eben trotzdem in einer großen Liebe für den anderen zu gucken, was verbindet uns, was bringt uns alle weiter, was ist gut für uns alle, nicht nur für mich. Und das wünsche ich tatsächlich mir, dass ich von so einem Geist getragen bin, immer mal wieder, und dass wir alle irgendwie von diesem Geist getragen sind. Und ich glaube, dass das Wirklichkeit werden kann und werden wird.